Willkommen zum Mittwochsupdate vom 20.05.2020. Ja, die neuen Halfter sind da und die offenen Gamaschen, die können von den Pferden der Generation 3 getragen werden. Die schauen wir uns gleich mal an. Sie sind hier auf der Starshine Ranch zu finden. Dann gibt es nördlich von der Starshine Ranch ab heute Scruggs zu besuchen und ihm sollen wir helfen, dreimal täglich, oder drei Goldstücke können wir ihm täglich bringen und dafür bekommen wir Schillinge und wenn wir ihm genug gebracht haben, auch eine besondere Belohnung. Ja, nächste Woche wird ein neues Rennen den Weg ins Spiel finden und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Halfter und die Gamaschen an. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu dicht. Geht das hier auch noch? Ja. So. Dann das Zaumzeug in Salbeistrauchbraun. Also passend zu den Ausrüstungen, zu den Western-Sets, die wir haben. Es hat keine Werte. Aber ich glaube, war das nicht auch das Set, was sowieso keiner hatte? Na gut. Stiefel in Salbeistrauchbraun. Das sind die Gamaschen. 25 Starcoins oder 2500 Schillinge. Sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir das Zaumzeug in Pferchgrau. Das hat Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2. Kostet dafür aber auch 90 Starcoins oder 9000 Schillinge. Dann gibt es das Zaumzeug in Steppenläuferbraun. Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2. Gleiche Kosten wie das letzte. Und Spieler Level 9 braucht man. Dann gibt es das Zaumzeug in Ranch Rostrot. Gleiche Werte, gleiche Kosten. Und dann gibt es noch die passenden Gamaschen. Einmal im Pferchgrau. Dann noch in Steppenläuferbraun. Und in Ranch Rostrot. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Scruggs finden. Soll irgendwo nördlich sein. Ist es eventuell dieses Zeichen da vorne? Wir brauchen auf jeden Fall die Spitzhacke. Ah, hier vorne steht er. Schön, dich kennenzulernen, Partnerin. Bist du bereit für den Goldrausch? Komm, ich zeig dir, wie das Ganze läuft. Siehst du den Felsen da drüben? Da könnte vielleicht ein wertvoller Goldklumpen drin stecken. Nimm dir diese Spitzhacke und hau ein paar Mal kräftig drauf. Dann wissen wir es. Aber Vorsicht! Wenn da Gold drin ist, kommt es vielleicht nur so herausgeflogen. Also achte darauf, alle kleinen Klümpchen einzusammeln. Okay, dann steigen wir mal ab. Die Spitzhacke haben wir. Oder brauchen wir eine spezielle? Juhu, wir haben Gold gefunden. Nur noch ein paar Schläge mehr, dann kannst du die Goldklumpen einsammeln. Ach, wir müssen da nur... Aha. Oh, gut, die kommen dann zu uns. Bis auf der da hinten. Los, los, sammle die Goldklumpen schnell auf, bevor Banditen sie uns wegschnappen. Ich mache nur Spaß. Es sind wahrscheinlich keine Banditen in der Gegend, denke ich. Dann... Achso, wir müssen nur nah genug sein. Gut gemacht. Mach dir nicht die Mühe mehr, mir das Gold zu bringen. Heutzutage läuft das über funkgesteuerte Goldtransfer. Sowas gab es im alten Wilden Westen nicht, das sage ich dir. Noch eine Sache, nicht in allen Felsen steckt Gold. Wenn das so wäre, wäre ich schon längst reich. Du wirst also ein Weilchen suchen müssen, um Gold zu finden. Viel Glück auf der Jagd. Okay, das heißt, wir müssen diese Felsen untersuchen und jeden Tag haben wir die Möglichkeit, bei dreien das Gold zu finden. Gut gemacht. Jetzt hör mal. Wenn du mir genug Gold bringst, gebe ich dir eine fantastische Belohnung. Halte also die Augen nach diesen Felsen in Firgrove offen. 24, okay. Achso, ja, das ist auch gut. Ich würde sagen, wir gucken nochmal. Da vorne sieht es so aus.
einer. Achso, die sind hier den ganzen Weg lang. Können wir es auch vom Pferd aus machen? Ja, gut. Das ist natürlich schon mal viel entspannter, als wenn wir jedes Mal absteigen müssten. Es wäre ja auch zu schön, ne? Wenn hier am Weg gleich Gold auf uns warten würde. Na gut, aber das Prinzip haben wir. Das heißt, wir können hier Firgrove absuchen nach diesen Felsen und mit Glück finden wir Gold. Ich glaube, der ist auch, aber auch leer. Okay, also es scheint extrem viele zu geben. Oh, nee, ich möchte eigentlich noch nicht runter. Ich glaube, hier hinten war noch einer. Wäre ja auch zu schön, wenn wir jetzt noch einmal Gold finden könnten, aber vielleicht werden wir irgendwann so unseren täglichen Rundgang hier haben, den wir ablaufen, um das Gold zu finden. Ich weiß auch gar nicht, ist das dann wahrscheinlich nur nördlich von der Starshine Ranch, ne? Dann sind wir hier hinten schon wieder raus. Hier hinten sind ja nicht so viele Steine und Felsen. Das da hinten sieht aber. Ist das der gleiche, den wir eben schon hatten? Kommen die wieder? Das ist ja fies. Dann wissen wir ja gar nicht. Dann kommt man bestimmt irgendwann durcheinander, ob man den schon angeklickt hatte oder nicht. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir hier die vier, die wir jetzt gesehen haben, noch an. Und gut, den da oben lasse ich jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, war es das erstmal vom Update. Ich bin auch mal gespannt, was für ein Rennen uns nächste Woche erwartet. Diesen Goldrausch hier können wir bis zum 3.6. Ja, bis zum 3.6. haben wir Zeit, hier ran teilzunehmen und Gold zu suchen. Und ja gut, nee, mal sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die alle abzusuchen. Das wird eine Weile dauern. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.